Auf dem langen Weg ins Weiße Haus liegen mehrere Etappen. In Vorwahlen bestimmt jeder US-Bundesstaat die Kandidaten von Demokraten und Republikanern, die später auf Wahlparteitagen auf den Schild gehoben werden. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Vorwahlen, sogenannte Caucuses, also Parteiversammlungen auf Ortsebene, und Primaries, bei denen Bürger im Wahllokal ihre Stimme abgeben. Iowa startet traditionell den monatelangen Vorwahlmarathon, gefolgt von New Hampshire. Am sogenannten Superdienstag stimmen gut ein Dutzend Bundesstaaten gleichzeitig ab. Nach den Vorwahlen küren die Delegierten von Demokraten und Republikanern ihre Präsidentschaftskandidaten auf Conventions. Dabei ist eine absolute Mehrheit erforderlich. Der Gewinner wählt dann einen Vizepräsidentschaftskandidaten aus. Das Paar wird Ticket genannt. Anfang November wird das Staatsoberhaupt in landesweiten Wahlen bestimmt.